Zerstörte Städte, so wie hier in Kharkiv, eine Katastrophe für die Menschen. Fast 8 Millionen Ukrainer sind innerhalb ihrer Heimat vertrieben. Geld bereitzustellen für die Versorgung und Hilfe ist das Ziel der heutigen Geberkonferenz in Warschau. Auf Einladung Polens und Schwedens wird Geld gesammelt. Die Ukraine braucht täglich 12.000 Tonnen humanitäre Hilfe. Im Moment kommen nur etwa 3.000 Tonnen durch internationale Bemühungen zusammen. Dabei geht es vor allem um Lebensmittel und Medikamente. Für die Europäische Union verkündet die Kommissionspräsidentin von der Leyen weitere 200 Millionen Euro zu den schon beschlossenen Milliardenhilfen. Der ukrainische Ministerpräsident beschreibt eine europäische Zukunft nach Kriegsende. Der Präsident wünscht sich in seiner Grußbotschaft: Wir brauchen eine moderne Form des Marshallplans nach dem Zweiten Weltkrieg. Geld, Profis, Technik und Wachstumschancen. In Videobotschaften sicherten Länder ihre Unterstützung zu, auch Deutschland. Heute geben wir zusätzliche 125 Millionen Euro für die humanitäre Hilfe, um die Ukraine gegen die russische Aggression zu stärken. In der abschließenden Pressekonferenz wurde die Gesamtsumme genannt, mehr als 6 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe. Weitere Geberrunden sind geplant.